Du küsst so gut. Du bist echt der Beste, den ich kenne. Laura, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht so, wie es aussieht. Doch, du gehst mir gerade während unserem ersten Date fremd. Nein, stimmt nicht. Doch. Du gehst mir fremd mit Colin aus der Parallelklasse. Ist es dein Ernst? Nein, das ist nicht so, wie es aussieht. Ach, will ich gar nicht wissen. Kannst ihn ja gleich heiraten, wenn du willst. Aber... Nichts aber. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Dumme Kuh. Sophie? Ja, Action Wolf, was ist? Du hast doch einen Freund namens Colin, oder? Stimmt. Und warum willst du das wissen? Ist es der Colin aus der Parallelklasse? Ja, aber warum willst du das wissen? Ich hatte gerade das schlechteste Date meines Lebens. Was ist denn passiert? Ich habe mich mit Laura verabredet. Die Laura, die immer nur Einser schreibt, die voll die Streberin ist. Ja, aber das ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich mich mit ihr zum Essen verabredet. Dann hat sie mich einfach mit Colin auf der Toilette betrogen. Mit Colin Pfeiffer? Meinem Freund? Ja, genau. Was haben sie denn gemacht? Die haben sich geküsst. Was? Ich werde sofort Colin anrufen. Er wird jetzt ein großes Wunder erleben. Ja, mach das. Hey Action Wolf. Hey. Was ist denn mit dir los? Naja, mein Date gestern lief nicht so gut. Laura hat mich einfach mit einem anderen Jungen betrogen. Ha! Wusste ich's doch, dass sie eine blöde Kuh ist. Naja, irgendwie hattest du recht. Ich habe immer recht. Übertreibe es bitte nicht gleich. Ich übertreibe nicht, ich sag bloß die Wahrheit. Ja, du bist Gott und du weißt auch alles. Ja, ich bin Paul der Große. Ja, der Name passt echt gut zu dir. Genauso wie in Geschichte damals bei Karl den Großen, der eigentlich ganz klein war und sich immer wie ein Großer gefühlt hat. Hä? Ja, das haben wir doch im Geschichtsunterricht gelernt. Ach so, da habe ich eh nicht aufgepasst, weil mich das Ganze eh nicht interessiert hat. Was interessiert dich denn schon im Unterricht? Stimmt, eigentlich gar nichts. Eben. Lass uns jetzt zum Deutschunterricht gehen, sonst nervt Herr Meier wieder, wenn wir zu spät kommen. Ja, lass schon einmal losgehen. Hallo liebe Klasse, heute schreiben wir mal ein Diktat. Holt bitte alle mal einen Zettel raus, damit wir gleich anfangen können. Hey Action Wolf, kannst du mir mal ein Blatt leihen? Hier Paul. Danke. So, dann fangen wir mal an. Der erste Satz lautet, Peter spielt mit Max Fußball und danach wollen sie Handball spielen. Punkt. Weiter Satz, Franz hat morgen Geburtstag und er will seine ganzen Freunde zu einer großen Party einladen. Punkt. Warten Sie, Sie sind viel zu schnell. Okay, Oscar, dann warten wir kurz auf dich. Okay, Oscar, dann warten. Das sollst du bitte nicht mitschreiben. Das solltest du bitte... So, jetzt reicht's. Wir beenden das Diktat und wir machen einfach mit der Grammatik weiter. So, jetzt. Ich werde unterbezahlt. Ich kündige jetzt. Ich werde unterbezahlt. Ich weiß auch nicht, warum unsere Klasse immer wieder Herr Meier provozieren muss. Der hat ihnen doch gar nichts getan. Ach echt? Ganz sicher, dass er uns nichts getan hat. Der hat mir letztens in der Arbeit einfach eine 6 gegeben. Und du willst mir sagen, der hat nichts Falsches getan? Das war ja auch nicht seine Schuld, sondern deine. Wenn du nicht lernst, selber schuld. Ich soll nicht gelernt haben? Ich habe gelernt wie ein Weltmeister. Haha, wie ein Weltmeister, dass ich nicht lache. Ja, aber der konnte einfach nicht meine Schrift lesen. Dieser Idiot. Zeig mal, wie du geschrieben hast. Warte, ich zeige es dir. Hier, schau. Siehst du? Deswegen hast du eine 6 bekommen. Ich sehe da gar nichts. Ich habe mein Bestes gegeben. Ach egal, passt schon. Das nächste Mal wird es schon besser werden. Naja, wenn du meinst.
Hallo, ich bin wieder zu Hause. Jemand da? Ja, prima. Da muss ich meinen Eltern meine 4 in Mathe ja nicht zeigen. Welche 4 denn in Mathe? Keine 4. Du hast dich verhört. Nein, verhört habe ich mich nicht. Du hast eindeutig gesagt, da muss ich meinen Eltern meine 4 in Mathe nicht zeigen. Okay, du hast gewonnen. Ich habe eine 4 in Mathe geschrieben. Ist es immer noch die gleiche 4 wie vor 2 Wochen? Woher weißt du, dass wir die Arbeit vor 2 Wochen geschrieben haben? Dein Lehrer hat angerufen. Oh, das ist aber sehr belastend. Nee, belastend ist eher für dich, dass du jetzt Handy- und PC-Verbot hast. Und das Ganze für 2 Wochen. Was? Warum? Du hast gesagt, dass ich erst bei einer 5 Verbot bekomme. Ja, aber da wurde ich noch nicht angerufen. Ich verstehe nicht, warum du mir das nicht gleich sagst. Dann wäre alles besser gelaufen. Ja, aber... Nichts aber. Die Zeit, die du jetzt hast, kannst du ja zum Lernen für Mathe verwenden. Damit du das nächste Mal eine bessere Note schreibst. Okay. Hey, Sophie. Hey. Kann ich mit deinem PC ein bisschen zocken? Warum denn? Naja, ich habe eine 4 in Mathe geschrieben und habe jetzt Handy und PC-Verbot. Ach so, verstehe. Naja, hier hast du einen PC. Aber bitte mach damit keinen Unsinn. Ja, danke. Ich zocke bloß ein wenig Minecraft. Okay. So, Minecraft jetzt downloaden, perfekt. In der Zeit kann ich ja mal schauen, was sie denn so auf ihrem PC hat, bis der Download fertig ist. Ah! Ich hätte mir am besten nicht ihre Bilder anschauen sollen. Was? Du hast meine Bilder angeschaut? Aus Versehen. Das geht nicht aus Versehen. Du bekommst nie wieder meinen PC. Aber... Nicht aber. Ja, aber was ist jetzt mit Colin überhaupt rausgekommen? Sag ich dir jetzt nicht. Warum? Ja, weil du meine Bilder am PC angeschaut hast. Ach komm schon. Okay. Er hat gesagt,